Herzlich willkommen zurück. Ich muss weitersuchen. Wo ist der nächste Hinweis? Keine Ahnung, aber interessiert mich jetzt gerade auch nicht, weil ich jetzt gerade... da ist doch ein Hinweis, oder nicht? Ich muss die neuen Angestellten im Auge behalten. Falls wir je welche bekommen. An die Angestellten. Alle potenziellen Hinzufügungen von Stickerbalken müssen von Steph abgesegnet werden. Abhängig davon, wie cool sie im Vergleich zu existierenden Stickern sind. Okay. Ja, gut. Cool. Als Kind habe ich auch mal so ein T-Shirt gehabt. Also hier so, also so ähnlich selber erstellt bei Seidenmalerei sogar. Ich könnte ja auch hier rumhängen und mich fragen, ob ich zur Firmenfeier heute gehe. Wie könnte man das ja besser einläuten, als künstlerisch von einem 10-Jährigen bloßgestellt zu werden? Schade, ich dachte, vielleicht könnte ich noch was hinzufügen. Das Ergebnis eines Abends mit Charlotte und viel Wein, falls ich mich recht erinnere. Was zur Hölle? Ach so, das andere ist eine CD dahinter. Okay, die Ente habe ich erkannt mit den Laserstrahlen aus den Augen. Aber irgendwie, die CD habe ich nicht so ganz gesehen. Alter, ich muss echt mehr T-Shirts bestellen. Ich glaube, ich habe unsere Kunden endlich durchschaut. Ja, meine Wäsche ist auch fertig. Moment, da haben wir jetzt eben aber schon alles angeguckt. Ich weiß allerdings nicht, ob das der gleiche Tag war. Kampagnenbuch, Laptop. Hat sich echt mega gut angefühlt, meinen Song im Radio zu hören. Vielleicht bin ich ja bereit dafür. Wofür? Wo Künstler leben, Basismitgliedschaft, immer gratis. Lade bis zu 5 Stunden Audio hoch, greife jederzeit auf dein Archiv zu. Pro Mitgliedschaft, teure 15 Euro pro Monat. Lade unbegrenzt Audio hoch, greife derzeit auf dein Archiv zu Tools. Tool Suite für Editieren und Produktion. Dein Werk wird auf der Homepage angezeigt. Verbinde dich auf einen exklusiven Server mit anderen Probenutzern rund um die Uhr technischer Support. Achso, Moment, da gibt es noch andere Seiten. Die schwarze Bestie von Haven. Fakt und Fiktion. Ich bin nicht abergläubig, aber der 10-jährige Typhon-Mitarbeiter Jim Williams, der im Oktober sein 10-jähriges Jubiläum im Unternehmen feiert, sagt der langjährige. Aber ich weiß, was ich gesehen habe und es war nicht normal. Jung und alt in Haven kennen die Erzählung der schwarzen Bestie, einer örtlichen Legende mit rechtmäßigen Wurzeln in unserer Geschichte. Sie begann im Juli 1944 nach einem schrecklichen Unfall in Ortleys reisenden Zirkus, in welchen ein Panther mindestens 2 Darsteller tötete, bevor er in die Berge entkam. Und obwohl die schwarze Bestie im Mittelpunkt vieler Lagerfeuergeschichten und Wetten auf Spielplätzen ist, hat sich die Anzahl an Sichtungen eines gefährlichen Tieres in der Umgebung in den letzten Jahren so stark erhöht, dass es Besorgnis erregt. Danke für die Vorwarnung, Kasia. Das war ein Schock. Steph, ich habe mich gerade 4 Minuten lang schlapp gelacht. Gütiger Himmel, hinter welchem Mond hast du denn diese Platte gefunden? Oh. Dafür braucht es etwas Hintergrundinfo. Als ich noch wesentlich jünger und etwas hübscher war, war Horace Gressley völlig von mir besessen. Das war mir natürlich schrecklich peinlich. Er schrieb über die Jahre dutzende Lieder für mich und 1970 dann ein ganzes verfluchtes Musical. Es ist nie etwas daraus geworden. Er führte es einmal im Gemeindezentrum auf und veröffentlichte die CD und die Noten dazu selbst. Danach gerät es glücklicherweise in Vergessenheit. Es ist schon seltsam. Jahrelang hat mich diese Platte, dieses Musical, dieser Mann so wütend gemacht. Ein paar Jahrzehnte vergehen und ich fühle fast etwas Zuneigung dafür. Hätte mir bloß jemand, als ich noch jünger war, gesagt, dass die Dinge, die am meisten wehtun, mit der Zeit ihre Zähne verlieren, so wie ich. Ich sage es dir jetzt, was genauso gut ist, K. Ja, die war ja voll begeistert von unserem Song. Oh, ich habe Valkyrie noch nicht ihr neues Leckerli gegeben. Die standen vorne, oder? Silvester ist doch dafür gemacht, sich mit Junkfood vollzustopfen.
Oder ist der Lachs das Leckerchen? Das kann natürlich auch sein. Nur der beste geräucherte Lachs für mein kleines Biest. So, KRCT hat offiziell ein neues Logo. Entworfen von mir. Okay. Der Bär, grandiose Musik rund um die Uhr. Mit ganz wenig Schwachsinn. Okay, hier kann ich sonst nichts mehr machen. Komme ich hier hoch? Ja, ne? Heuwagenfahrtschild. Das hole ich nächstes Jahr auf jeden Fall wieder raus. Haven Springs, heimgesuchte Heuwagenfahrt. Ach, das haben wir, glaube ich, schon mal angeguckt, oder? Bin mir jetzt nicht sicher. Rücklagen für Angestellte. Wie es aussieht, waren alle Platten, die ich für mich selbst zurückgelegt hatte, perfekte Geschenke für meine Freunde. Verdammt. Sie muss sich echt schlecht gefühlt haben wegen mir. Aber letztendlich war ich diejenige, die klarkommen musste. Fiona, war das nicht das Mädel hier aus dem komischen Dating-Ding da? Steph, ich wollte nie einer deiner Grenzen überschreiten, aber ich weiß, dass das, was ich getan habe, nicht zu entschuldigen ist. Und ich weiß, dass ich dich verletzt habe. Ich muss echt darüber nachdenken, wie ich andere behandle. Es tut mir so leid. Fiona. Ja, doch. Ich glaube, das war die. Misty sieht ein bisschen creepy aus, aber wenn man sie erstmal richtig kennenlernt, ist sie völlig harmlos. Sind das jetzt... Soll das Schuhe... Nee, Schuhe hat sie unten, weil das sieht oben so komisch aus. Als ob sie irgendwie nackt darunter ist und dann die Hose nur an den Beinen ist. Das sieht total komisch aus. Dating-Profilentwürfe. Verdammt, Ryan. Ich habe versucht, dir zu helfen. Aha. Mission. Ryan eine nette, nicht bedrohliche Smolder-Bio schreiben. Das ist anscheinend schiefgelaufen, weil das ist nicht durchgestrichen. Bin mir nicht sicher, was Komplizin angeht. Ach so, Nature... Nee, Natur Adonis sucht Komplizin. Ah, okay. Tauben sind nervig und dreckig. Wie wär's mit Sei mein Nymphensittich? Das hört sich bescheuert an. Falls du nach einem Colorado-Himbo mit einem Herzen aus Gold suchst, bist du hier richtig. Das hört sich schon lustiger an. Amateurvögelbeobachter, sei meine Turteltaube. Achso, deswegen. Was ist ein Himbo? Gute Frage. Kriegen wir keine Antwort drauf, glaube ich. Heterosexueller sucht andere Heterosexuelle für heterosexuelle Aktivitäten. Mein Gott, sag das 10-mal hintereinander, ganz schnell auf. Okay, jetzt versuchst du es nicht mal. Himbo, keine Ahnung. Hört sich nach irgendwas zum Essen an. Vogelrufe-Anzeige. Falls ich dieses Jahr mehr CDs mit Vogelrufen verkauft habe als Punkplatten, verpasse ich Ryan eine Brennnessel. Der Naturkundler-Leitfaden für die Rufe heimischer Vögel. Jetzt erhältlich für $10. Die hier. Okay. Ja. Mann, Mikey. Wann bist du nur so erwachsen geworden? Steph, ich dachte, du möchtest vielleicht eine Erinnerung daran, wie weit du es gebracht hast. M. Dankeschreiben, da komme ich nicht hin. Stuhl, kann ich mich da hinsetzen? Ah, halt! Sorry, Riley. Das Pferd musste einfach weg. Liebe Steph, vielen, vielen Dank für das wunderschöne altmodische Karussellpferd. Es ist einfach wundervoll. Riley meint, es sei gruselig und entfernt es ständig aus dem Laden. Aber wir werden sehen, wer hier das letzte Wort hat. Alles Liebe, Eleanor. Oder Eleanor, keine Ahnung. Dann haben wir aber doch jetzt alles. Erledige Radioshow-Aufgaben. Ach ja, wir müssen ja auch noch... Oh, wir müssen ja auch noch was vorlesen.
Das hätte ich fast vergessen. Nee, erstmal ansehen. Mein innerer Tyler Durden hasst diesen Teil des Jobs. Aber meiner inneren Werbeagentin gefällt's. Werkstatt. Frohes Neues. Bediente Gemeinde. Also seit 13 Jahren. An allen Feiertagen im Winter geöffnet. Also, das ist wieder was Neues. Anhaltende Partnerschaft seit 13 Jahren und an allen Feiertagen geöffnet. Okay, dann versuchen wir es mal. Hey, wir haben heute einen wiederkehrenden Sponsor. Grimleys Autowerkstatt. Immer da für Haven Springs. Seit Emo die Welt beherrschte, seit vor der Geburt einiger Zuschauer, Seit 2005, bevor einige Zuhörer hier geboren waren. Und falls ihr dazugehört, denkt dran. Nur coole Kids bleiben lange auf und hören sich lokale Sender an. Grimleys hat an jedem Feiertag im Winter geöffnet. Falls ihr also... ein Rentieranfahrt vom Feuerwerk getroffen werdet? Mit eurem Auto versehentlich eines der Rentiere des Weihnachtsmanns gerammt habt, sind sie für euch da. Nochmal. Grimleys Autowerkstatt. Eure besten und öligsten Nachbarn. Ja, lief doch ganz gut. Nee, Aufgabenliste ist ja im Prinzip. Mein innerer Tyler Durden hasst diesen Teil des Jobs. Aber meiner inneren Werbeagentin gefällt's. So, Spams Lebensmittel. Ich liebe deine Show. Wir haben einiges an Lagerbeständen von den Feiertagen. Also hilf uns, was du tun kannst, um Leute in den Laden zu bringen. Feiertagsessen im Angebot, ausgewachsene Truthähne, Räucherschinken, frische Cranberry-Soße, Ausverkauf für Feiertagsdeko, noch vor Jahresende, ich dachte Silvester ist schon durch, hä? Große Auswahl an Neujahrsvorsatzfreundlichen Lebensmitteln. Okay, also ausgewachsene Truthähne, Räucherschinken, Cranberry-Soße, Feiertagsdeko, Vorsätze. Vermisst ihr den Winter jetzt schon? Fragt ihr euch, wie ihr die lange, feiertagslose Zeit bis Valentinstag überleben sollt? Keine Sorge, Spams Lebensmittel versorgt euch. Lasst die Winterstimmung weiterleben mit... Dekorationen auch, aber... Angeboten auf eure liebsten Festtagsspeisen. Gönnt euch eine riesige Zuckerstange mit Rabatt. Aber diesmal ohne Ausrede. Und während wir unsere Vorsätze fürs neue Jahr festlegen, ist Spams die Anlaufstelle für... gesunde Lebensmittel für die 2 Wochen, in denen ihr tatsächlich ins Fitnessstudio geht. Frohes Neues von Spams. Ja, ja, rangehen. Frohes Neues, du redest mit Steph. Oh, wow, hi. Ich habe ein großes Problem und bräuchte deinen Rat. Ein junger Zuhörer mit äußerst großen Problemen. Lass hören. Okay, es geht um ein Weihnachtsgeschenk von diesem Jahr, von meiner Oma. Hässlicher Pulli... Omis Geschenke sind der Shit. Sie ziehen alle Register. Ja, deswegen rufe ich an. Meine Oma hat mir eine 4.000-Dollar-Kamera plus Beleuchtung gekauft. Wow. Ich weiß. Ich will nicht, dass sie das bezahlt. Sie ist eine pensionierte Lebensmittelhändlerin. Aber es geht nicht nur um die Kosten. Ich wollte mal Regisseur werden und Oma hat sich total reingesteigert. DVDs... Bücher, übers Filme machen, Online-Kurse und jetzt das. Ich nehme an, du stehst nicht mehr so aufs Filme machen? Ehrlich gesagt, je mehr ich über die Branche lerne, desto mehr frage ich mich, ob das wirklich etwas für mich ist. Was soll ich machen? Gebe ich die Kamera zurück und überfahre ihre Gefühle mit einer Walze? Ich werde den Kosmos konsultieren. Es ist eine scheiß Situation irgendwie, ja. Eine 12 sagt mir nicht viel.
Was macht man mit einem überteuerten Geschenk? Die Kamera verkaufen und das so einsetzen, was jetzt sein Ziel ist, das wäre auch noch eine Option. Aber ich sag mal, er kann ja auch seine Oma nicht anlügen, weil, ne? Nachher kommt sie mit noch teureren Sachen zurück. Der Kosmos wurde konsultiert. Okay, ich bin ready. Du gibst das Wahnsinnsgeschenk zurück und bist nach Jahren voller Geschenke-Fails kompromisslos ehrlich zu deiner Oma. Oh, Mann, ich krieg grad voll Magenschmerzen. Es ist eine schwierige Unterhaltung, die durch Omas selbstgemachte Himbeertorte nicht einfacher wird. Obwohl es ihr peinlich ist, ist sie dankbar, dass du ehrlich warst. Es zeigt, dass du sie wirklich schätzt. Das ist eine mega Erleichterung. Und statt Videokameras schenkt Oma dir jetzt jedes Jahr einen Weihnachtspulli mit Rudolf als Ferienjobber im Sommer. Okay. Gärtner, Rettungsschwimmer, Eiswagenfahrer, Saisonarbeiter auf der Obstplantage. Sowas halt. Ist das vielleicht Trolling? Wer weiß das schon? Doch du lernst dabei etwas Wichtiges. Gib nie ein Geschenk von Oma zurück. Ganz gleich, was auch passiert. Es gibt nichts, was du sagen oder tun kannst, das dazu führt, dass Oma aufhört, dich zu lieben. Und je mehr du von der Welt siehst, je mehr Leute du triffst, desto mehr wird dir klar, wie selten und besonders das ist. Danke, Steph. Das bedeutet mir echt viel. Kein Ding. Ja, wir haben die Anrufe entgegengenommen, aber er zählt es nicht als Anruf. Oder war der eine Anruf noch vom vorherigen Tag? Ich bin mir nicht so hundertprozentig sicher. Auf jeden Fall haben wir die Anzeigen gemacht und eigentlich müssten wir jetzt noch weitermachen, aber ich habe keine Ahnung wie. Ich muss weitersuchen. Wo ist der nächste Hinweis? Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Das hier ist kein Hinweis, ne? Also, der erste... Hä, wie zweiter Hinweis? Den haben wir doch schon gehabt. Ganz schön schmalzig. Selbst für Gabe. Beat hat er groß geschrieben. Ein Jahr hat uns dies zusammengebracht. Unsere Herzen schlagen im Takt. Also ich denke, das wird irgendeine spezielle Schallplatte oder sowas vielleicht sein. Aber wir haben ja jetzt nichts mehr hier gefunden. Warteliste. Es sind noch keine neuen Platten oder so hier, ne? Ich habe religiöse Musik nie als Inspiration aufgefasst. Aber dann habe ich gesehen, wie viel diese Bands verdienen. Die Leute, die Rap-Alben auf Schallplatte kaufen, sind eine besondere Gruppe. So cool möchte ich auch mal sein. Ja, das hatten wir ja alle schon. Meine lieben, wertvollen Kinder. Niemand wird euch hier wehtun. Hm. Ich habe Gabe kennengelernt, als ich noch in der Band war. Er hat uns eingeladen, hier zu spielen. Ja, red ruhig weiter, damit ich vielleicht mal einen Hinweis bekomme. Ach nee. Typisch Ryan. Geht immer auf Nummer sicher, dass ich's auch verstehe. Siehst du den Weg in unsere Zukunft? Beleuchtest du deine Show ein Glanzstück für uns alle? Du lässt Haven wirklich erstrahlen. Also irgendwas mit Licht oder so? Oh, ernsthaft? Jetzt kam ich hier endlich mal weiter und dann so eine Scheiße. Ich weiß auch nicht, ob der Anruf halt eben weggeht, wenn man den nicht annimmt. Das ist das Problem. Ich denke mal, die werden dann noch irgendwann auflegen. So,
Telefon. Hey, hey, du redest mit Steph? Hallo, Stephanie. Bist du das, Ducky? In der Tat. Ich rufe wegen einer Frage über meine Zukunft an. Ich bin ehrlich geschmeichelt. Ich frage bezüglich meiner Sterblichkeitswette unter uns Gentlemen. Sorry, deine was? Vor vielen Jahren vergruben meine Freunde und ich eine Truhe mit einigem Wert tief in der Wüste Nevadas. Wir vereinbarten, dass der letzte Überlebende von uns die Truhe ausgraben und ihren Inhalt für sich beanspruchen darf. Es ist eine Art Vereinbarung, die in der heutigen Zeit etwas in Ungnade gefallen und auch nicht mehr ganz legal ist. Du kennst sie vielleicht als Tontine. Was zur Hölle ist das? Wie viele von euch sind übrig? 3. Plus ich macht 4. Für den Moment. Ich befrage das Schicksal und bin gleich zurück. Ich bin so froh, dass der W20 entscheidet und nicht ich. Go, Ducky. Also, Duckys Tontine. Ducky? Ich bin zurück. Dann prophezei mal los. Zum Glück, oder auch nicht, leben deine Freunde dieses Jahr alle weiter. Also gewinnst du deine Tontine nicht. Bist du sicher? Sie sind echt alt. Du könntest sie umbringen. Diese Vorhersage erhält ein Bronze-Achteck. Eine Auszeichnung für die größte Radiohellseher-Zuverlässigkeit überhaupt. Ich verstehe. Aber so viel über den Tod deiner Freunde nachzudenken, erinnert dich daran, warum du überhaupt mit ihnen befreundet bist. Du beschließt, jeden von ihnen zu besuchen. Und ihr habt viel Spaß miteinander. Und das ganz ohne Tontinenkram. Wenn ich schon nicht reich an Gold sein kann, dann eben reich an Freundschaft. Danke für den Anruf, Ducky. Ja, das war doch schön. Das heißt, theoretisch das Einzige, was ich jetzt noch machen muss... Ach nee. Hä? Ich muss weitersuchen. Wo ist der nächste Hinweis? Meine ich doch, es muss doch noch einen Hinweis geben. Aber doch, jetzt steht's drin. Okay. Also, wir waren als letztes hier hinten. Und ich habe schon wieder vergessen, was der gesagt hat, weil er uns ja direkt hier... Ach so, genau, das war das mit dem Leuchten und dem Strahlen und sowas irgendwie. Lampe meint er anscheinend nicht. Das Geweih hätte ich jetzt noch gesagt, aber... Hell, erleuchten, strahlen. Okay, Ryan redet von einer Art Licht. Das ist schön, dass du da auch endlich drauf gekommen bist. Das Problem ist nur, von welchem Licht? Achso, das wird das. Also das draußen meint er anscheinend nicht. Hier drinnen haben wir ja nicht so viel Licht. Sehr dezent. Dekorationslevel Charlie Brown. Hier ist anscheinend auch nichts. Vielleicht redet Ryan von einer Lampe. Ja, ich dachte eigentlich da hinten die Lampe, aber da ist ja kein Hinweis bei. Ich habe da jetzt schon zweimal nachgeguckt. Ich guck mal eben, ob wir hier hinten sonst noch eine andere Lampe haben. Hier ist noch eine Lampe. Karte. Zeichnung. Flugblätter. Das haben wir aber alles schon gesehen, ja. War
da nicht etwas auf der Lampe bei der Kabine? Nee, da war nix. Bin ich zwar gerade auf dem Weg nochmal rein, aber da war nichts. Und ist immer noch nichts. Ansehen, quatschen. Warum kann ich die Lampe jetzt eigentlich nicht mehr auswählen? Hä? Plattenaufgabenliste. Mann, die letzte Show 2018. Ich weiß, ich sage das jedes Silvester. Aber das war echt ein crazy Jahr. Tja, Telefon kann ich, Soundeffekte kann ich. Ich kann die Lampe jetzt komischerweise weder an- noch ausmachen. Warum nicht, weiß ich nicht. Hey, alter Freund. Betonung auf alt. Es ist Silvester, werte Zuhörer in Haven. Und das bedeutet feiern, Küsse um Mitternacht und gute Vorsätze. Erzählt mir eure Vorsätze fürs neue Jahr und Havens beste und einzige Hellseherin wird euch sagen, wie lange sie halten. Tja. Ich muss weitersuchen. Wo ist der nächste Hinweis? Nein, oder? Ich bin jetzt hier diverse Male dran vorbeigelaufen. Oh, Charlotte. Du hast einen riesigen Sprung gewagt und bist in eine fremde Stadt gezogen, in der du ein krasses, kreatives Leben geschaffen hast. Finde den nächsten Hinweis bei dem Plattenbereich, der dich beschreibt. Oh, jetzt kann ich nochmal durch die ganzen Platten durch. Ich habe auch keine Ahnung, welcher mich beschreibt. Da ist nix. Die Warteliste, die beschreibt nicht. Aber Moment, Hinweis? Ich. Was? Guter Versuch, Ethan. Danke, dass du meine Comics verkaufst. Da rufen alle super. Schaltpunkt. Schaltpult. Hä? Der meint aber jetzt das Schaltpult drüben beim Radio, ne? Ich gehe jetzt hier vorsichtshalber nur nochmal. Also Soundboard, denke ich mal, meint er. Da war jetzt gerade aber auch nichts dran. Okay, der Hinweis muss hier irgendwo sein. Siehst du, Valkyrie? Wir sind beste Freunde. So steht es hier. Deine beste Freundin ist eindeutig sie. Sich etwas vorzumachen hilft nie. Ich hab's versucht und unterlag. Ihr seid ein teuflisches Paar. Da rauf ich mir das Haar. Ja? Das klingt wirklich nach der Katze. Frage ist jetzt nur, was machen wir da? Gehen wir zum Futter oder zum Fressnapf? Ja, zum Fressnapf wahrscheinlich eher nicht. Ich muss weitersuchen. Das Futter stand hier. Wo ist der nächste Hinweis? Aber beim Futter ist nichts drin. Ah, Moment, wir haben auch noch den Katzenbaum. Da habe ich jetzt gerade nicht geguckt. Ah. Wusste ich es doch. Du hast die Schnitzeljagd abgeschlossen. Deinen Preis findest du auf dem Regal hinten. Welchen Regal? Also das stelle ich mir jetzt unter hinten vor. Kiste. Ah. Meine Fresse. Das ist mega.
Wer immer hier sitzt, tut dies dank der Freigebigkeit von Steph Gingrich. Stammgast der Black Lantern und Wahrzeichen der Gemeinde von Haven und muss seinen Platz aufgeben, wenn sie darum bittet. Ihr seid ein wunderbarer Haufen absoluter Nerds. Steph, es wird Zeit, dass ich dich offiziell aus deinem Kickerschwur entlasse. Falls oder wenn du bereit bist, Haven zu verlassen, bekomme ich einen Anfall. Versprochen. Aber andererseits, vielleicht sind dir die kleinen Tafeln aufgefallen, die man in gediegenen alten Tavernen an einigen Barhockern findet. Diese Hocker sind für Mitglieder der Gemeinde reserviert, egal wie weit sie reisen oder wie lange sie fortbleiben. Sie werden immer einen Platz am Tresen haben, wenn sie zurückkehren. Nun bist du eine davon. Du hast es dir verdient. Danke für ein tolles Jahr. Wir haben dich lieb. Gail, Ryan, Charlotte. PS, komm morgen vorbei und such dir einen Hocker aus. Okay, ich denke, es wird Zeit, den Champagner aufzumachen. Den hab ich hier vorne stehen, ne? Genau. Okay, Jet. Was hast du mir da gegeben? Passt schon. Frohes Neues, Valkyrie! Wo immer du bist. Grüße an alle, die bei der Bridge mitgesungen haben. Ihr seid der Hammer. Neue Releases kommen in einer Minute, aber erst seid ihr dran. Hey, du bist live auf KRCT. Wie geht's so? Hey, Steph. Ich habe gehört, dass du keine Vorhersagen mehr machst. Könntest du eine Ausnahme machen? Sorry, aber diese Tage sind vorbei. Aber warum? Ist etwas passiert? Eigentlich nicht. Ich denke nur, dass das Leben interessanter ist, wenn man nicht versucht, alles vorherzusagen. Es ist wirklich nur eine winzige Frage. Ich will bloß wissen, mit welchem Freund ich... Dem Größeren. Danke für deinen Anruf. Eine Frage von Richelle in Colorado Springs. Wie geht's Valkyrie? Ich durfte Val letztens streicheln. Und dann hat sie mich sanfter gebissen als normal. Wir sind auf einem guten Weg, würde ich sagen. Okay, hier ist der neue Release von The Wednesday. Sagt mir, was ihr davon haltet. Ja, und das war Life is Strange, True Colors, der DLC.
Alles in allem fand ich es gar nicht so schlecht, muss ich sagen. Zwei Dinge haben mir nicht ganz so gut gefallen, muss ich auch ehrlicherweise dazu sagen. Zum einen die Sache, dass sich das die ganze Zeit nur in diesem Plattenladen abgespielt hat. Das fand ich jetzt nicht so. Ja, ich wäre gerne nochmal rausgegangen, vielleicht ein bisschen in den Schnee rein oder so. Das hätte ich ganz schön gefunden. Oder eben Halloween, ein bisschen die Halloween-Deko genießen oder was weiß ich. Und anstatt immer nur mit den Leuten zu telefonieren, vielleicht mal mit denen einfach zu quatschen oder ähnliches. Das wäre halt cooler gewesen. Und die andere Sache, die ich ein bisschen doof fand, muss ich gestehen, das war die Sache, dass die immer wieder so Andeutungen gemacht haben wegen Arcadia Bay und was geschehen ist und bla bla bla. Ich weiß, was da geschehen ist, aber ich habe absolut keinen Plan, wie sie da in diese Rolle reinpasst. Ich habe jetzt, also hier ist das Zukunfts-Ich sozusagen, ich habe jetzt mittlerweile auch mal gegoogelt. Google konnte mir leider auch nicht helfen und das will schon was heißen, weil ich habe nach den Namen gegoogelt und wo beziehungsweise wie das Ganze jetzt zusammenhing. Und das Einzige, was ich jetzt als Info bekommen habe, dass, so wie ich das verstanden habe, diese Steph, also die wir ja gespielt haben, dass die genau in dem einzigen Teil, den ich noch nicht aufgenommen habe von Life is Strange, nämlich Before the Storm, da bin ich mir fast zu 100% sicher, dass wir den noch nicht Let's Played haben. Genau in diesem Teil soll sie wohl vorgekommen sein. Ich weiß nicht, ob sie im ersten Teil auch vorgekommen ist. Theoretischerweise müsste es eigentlich. Aber optisch hat die mir jetzt so gar nichts gesagt, wenn ich jetzt ehrlich bin. Und dazu kam natürlich noch, dass es wirklich Jahre, für mich schon gefühlt Jahrzehnte mittlerweile, her ist, dass ich den Teil gespielt, also dass ich die anderen Life is Strange Teile gespielt habe. Und selbst wenn mir jetzt einer sagen würde, ja, das war in Life is Strange 2 dabei, das ist schon so lange her, dass wir den Let's Played haben, dass ich da auch nicht mehr weiß, was da alles passiert ist. Und ja, also wenn man dann zumindest was gesehen hätte, also nicht nur so ein paar Tonaufnahmen oder so, sondern was gesehen hätte, dass man jetzt sagen könnte, ach so, das war die Szene, doch, da kann ich mich dran erinnern, das wäre dann natürlich einfacher gewesen. Es sei denn, es handelt sich wirklich um Before the Storm, weil wenn ich es nicht gespielt habe, kann ich mich natürlich nicht dran erinnern. Und ja, das fand ich halt sehr schade. Also das Einzige, was ich rausgefunden habe, dass wohl irgendetwas passiert ist, keine Ahnung was, dass dadurch die beiden gestorben sind. Die Rachel und die Chloe waren das, glaube ich, dass die beiden dadurch gestorben sind. Was aber eigentlich gar nicht sein kann, weil soweit ich weiß, ist ja Before the Storm spielt noch vor Life is Strange 1 und da war Chloe ja dabei. Bei der Rachel bin ich mir nicht sicher, aber ich glaube, die war auch noch dabei. Und irgendwie bin ich jetzt total verwirrt nach diesem ganzen Teil. Also das DLC, finde ich persönlich, hätten sie sich ein bisschen sparen können. Das passte jetzt überhaupt gar nicht. Zumal es auch nichts mit der True Colors Geschichte zu tun hatte. Also die einzige Verbindung, nee, die zwei einzigen Verbindungen waren jetzt im Endeffekt dieser Plattenladen, wo wir jetzt die ganze Zeit über nur verbracht haben. Und hier die, ich habe schon ihren Namen vergessen, weil es allzu lange her ist, also die mit den mit der Brille und den schwarzen Haaren, die wir ja gespielt haben in Life is Strange. Das war hier so die einzige Verbindung, wo ich jetzt, also und natürlich die Leute, mit denen sie telefoniert hat, wo ich jetzt sagen kann, das hat jetzt mit dem eigentlichen Spiel zu tun, aber so als DLC, klar, es heißt Steffs Geschichte, es bezieht sich auch so ein bisschen auf ihre Geschichte, das ist alles okay, es füllt bei mir aber keine Lücken, weil ich hatte keine Lücken, als ich das Spiel gespielt habe. Und so ein DLC ist ja eigentlich ja etwas Zusätzliches, etwas, was Wissenslücken schließen soll. Und das tut es halt bei mir nicht, weil ich es zwar einordnen kann mit dem Plattenladen und alles, aber zum Beispiel diese Story, weshalb sie sich so schlecht fühlt, weshalb sie diese Flashbacks immer im Kopf hat, das kann ich null nachempfinden, weil ich halt nicht weiß, worum es geht. Und da nochmal der Hinweis, schreibt es mir bitte gerne in die Kommentare, worauf sich das bezieht. Also ihr sollt mich jetzt nicht spoilern auf den ganzen Before the Storm-Teil. Nur, was genau passiert ist, warum sie so komische Flashbacks davon hat.
weil das würde dann bei mir so ein bisschen den Kreis schließen, damit ich das dann überhaupt verstehe. Und ehrlich gesagt, ich finde es sehr, sehr schade, dass, ja, wenn man das halt nicht gespielt hat, man offensichtlich auch gar nicht weiß, worum es eigentlich geht. Weil man soll ja mit Steph mitfühlen und man soll, ja, emotional betroffen sein, sage ich mal. Und bei beiden kam jetzt nicht viel rüber, weil ich halt nicht weiß, worum es geht. Ich weiß halt nur, dass sie gesagt haben, die sind wohl beide tot. So mögen sie für immer, ich weiß nicht mehr genau, was sie gesagt haben. Aber ich habe absolut null Plan, was jetzt passiert ist, warum sie sich gerade schuldig fühlt. Also anscheinend war das deswegen, weil sie eifersüchtig auf die beiden war. Aber deswegen fühle ich mich ja nicht schuldig an den Tod von zwei Leuten. Also ich habe wirklich null Plan von dieser ganzen Situation drumherum. Und wie gesagt, also ich finde es wirklich sehr, sehr schade, dass man da dann auch keine Erklärung bekommt. Also die reden zwar immer so drumherum, ja, damals ist irgendwas passiert, ja, du fühlst dich schuldig, aber man weiß halt nicht, warum. Und wie gesagt, das finde ich persönlich extremst schade, weil es halt keine Wissenslücken in dem Sinne jetzt schließt. Also für mich, die es halt nicht gespielt hat. Ja, und es ist halt schade. Es ist wirklich, wirklich schade. Aber ansonsten bin ich ganz ehrlich, fand ich es gar nicht so schlecht. Es war halt wieder so auf die gleiche Art und Weise gemacht wie True Colors. Ich fand es teilweise ein bisschen kompliziert mit den Hinweisen, weil dann halt ja nur der Hinweis kam, GC, CH und RL. Und ich denke so, WTF? Was soll das bedeuten? Aber zum Glück kam dann danach doch noch ein vernünftiger Hinweis und wir konnten dann doch noch ein bisschen Detektivarbeit leisten. Ich fand es auch gut, dass die Katze dann am Ende so ein bisschen weniger aggressiv war. Und ja, muss sagen, ich habe es doch trotz allem dann unterm Strich noch sehr gerne gespielt. Und ja, ich bin wirklich gespannt, ob da noch was Neues kommt. Aber so alles in allem war es ziemlich gut, fand ich. Bis auf halt das, was ich jetzt eben ausführlichst angesprochen habe. Und ich hoffe, ihr könnt da so ein bisschen nachvollziehen, warum es mir so geht. Weil, ich meine, ich vergesse sowieso relativ schnell, wenn mich nichts extremst beeindruckt, so wie beispielsweise The Last of Us 1. Das hat mich extremst beeindruckt. Und der zweite hat mich dann zutiefst enttäuscht. Aber den ersten, den könnte ich euch jetzt in- und auswendig alles da von der Story und alles runterrattern. Life is Strange hat mich zugegebenermaßen jetzt nicht so beeindruckt. Also während des Spiels, ich fand es gut, das ist eine tolle Story und alles. Aber es hat mich nicht so nachhaltig beeindruckt, dass ich jetzt im Nachhinein viel dazu sagen könnte. Und dafür ist es dann halt zu lange her und dann noch das DLC, wobei das jetzt weniger mit Life is Strange zu tun hat. Und wie gesagt, ich habe halt auch gar keinen Bezug zu Before the Storm, weil das der einzige Teil ist, den ich jetzt noch nicht aufgenommen hatte. Und ja. Lange Rede, kurzer Sinn, schreibt mir gerne auch in die Kommentare, wie ihr das Ganze fandet von der Story, ob ihr den DLC sinnvoll fandet oder nicht, ob es nochmal eine schöne Geschichte obendrauf war, ob es euch irgendeinen Mehrwert gebracht hat. Ich nehme mal an, die meisten von euch kennen Before the Storm schon und können da auch wirklich mehr mit anfangen. Und wie gesagt, füllt gerne meine Wissenslücke. Spoilert bitte nicht den ganzen Teil, aber den Teil, worauf sich hier bezogen wird. Wahrscheinlich ist das jetzt das große Finale, aber gut, das ist dann halt so. Wenn ich da dann ein bisschen gespoilert werde, ist nicht ganz so schlimm. Ansonsten freue ich mich natürlich auf euch im nächsten Let's Play und sag mal danke fürs Zuschauen, danke fürs bis zum Ende dranbleiben und bis zum nächsten Mal. Ciao! Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.